auch dazukommen. Der heutige Vortragende ist William Raymond und sie wird über kleine Communitäten reden und wie sie in Daten angezeigt wird. Sie wird uns darüber sagen, ob es besser ist für eine kleine Communitäten oder Gruppen, überhaupt sinnvoll ist, auf institutionellen Daten vorhanden zu sein, in welchen Fällen es auch einfach nur schlecht ist. Oder natürlich ist also Privatsphäre oder Anonymität. Also bitte einen warmen Applaus für Sarah. Okay, ja, vielen Dank. Einen wunderschönen warmen Tag zu uns zu kommen. Ich werde darüber reden, wie verdrängte Gruppen in Daten auftreten. Das geht über ein paar Gruppen, die ich mit unterschiedlichen Leuten arbeite. Zum Beispiel mit Tactical Attack, mit Datendiskrimination. Also ich habe angefangen, darüber nachzudenken, was Diskrimination wirklich ist. Das ist, wenn Gruppen unfair oder unfairen Weg benutzt werden, wie zum Beispiel über Geschlecht oder ihre Hautfarbe. Und wie kann Daten dabei helfen oder verstärken diese Diskrimination? Also habe ich angefangen, auf unterschiedliche Leute, die an diesen Grenzen von der Gesellschaft leben. Also Leute, die häufig ausgeschlossen sind von dem, was normale Gesellschaft ist. Und ich habe angefangen, das anzuschauen über die Antidiskriminationsbewegung ist und daraus die versuchen wollen, mit Daten und eingeschränkten Gesellschaften ist, was viele Antidiskriminierungsmovement sind, ist, dass es wichtig ist, dass diese Gruppen gezählt werden, dass diese in Datensets integriert sind. Also eine der Sachen ist, Grenzgesellschaften sollten und müssen auch in Daten vorhanden sein, dass ihre Bedürfnisse getroffen werden können. Das ist ein Bild von UNICEF in den Kinderrechten. Und sie wollen wirklich bessere Datensammlungen über Kinder mit Krankheiten oder in dritten Weltländern ist. Und ohne diese Daten kann man nicht sagen, können diese Kinder, wenn diese Kinder ordentlich verhandelt, gibt es irgendwelche schlechten Policies oder gute Regeln, um ihnen zu helfen, dass sie ihre Bedürfnisse betreffen werden. Und zum Beispiel zeigen sie, dass Kinder mit Krankheiten viel häufiger aus Schulen ausfallen. Und es geht auch darum, wie das umgangen werden kann. Und auch die unterschiedlichen Daten von Fähigkeiten ist und die Umgebung, wo in denen Leute leben, ist eine Frage, inwieweit ihre Behindertkeiten aussehend. Zum Beispiel, wenn eine blinde Person einen Hund hat, dann kann es viel besseres Leben haben als eine Person, die alleine leben und sie haben die ganzen Sachen, die sie brauchen, um ihr Leben zu leben, gar nicht haben. Auch wenn man Daten sammelt in unterschiedlichen Ländern, ist es sehr unterschiedlich, diese Folgen von unterschiedlichen Ländern, also die Lebensqualitäten in unterschiedlichen Ländern miteinander zu vergleichen, ohne sehr, sehr viel Daten zu sammeln. Aber es ist trotzdem interessant, unterschiedliche Datenfolgen zu sehen. Das ist ein Beispiel, das Sie vielleicht sehen können. Das ist ein Artikel von Hackaday vor ein paar Tagen und bis vor ungefähr 2 Jahren dieses Ding war die Grenze zwischen Bangladesch und Indien. Und es gibt Enklaven und das heißt Teile von einem Land, das komplett in einem Territorium eines anderen Landes sind. Und das ist auch ein Home zu den einzigen dritten Order Enklave waren. Das ist ein Teil in Indien, das in einem bangladeschischen Bereich sah, der war in einem indischen Bereich und der war wieder in Bangladesch. Und das ist einfach sinnfrei. Und für die 51 Leute, die in diesen ganzen 162 Enklaven gelebt haben, die hatten keinen Zugang zu
irgendwelchen Menschenrechten dann. Sie waren nirgendwo administrativ registriert. Sie hatten keine Volkszugehörigkeit. Wenn sie zu einem Markt in einem anderen Enklave wollten, hatten sie teilweise große Probleme. Sie hatten keinen Zugang zu Wasser oder Strom. Sie konnten nicht wirklich reisen und ganz viele solche Sachen. Und bis zu 75%, die in Bangladeschi in Enklaven leben, waren in Gefängnissen, weil sie in illegalem Reisen waren. Weil jemand, der außerhalb seiner eigenen Enklave reisen musste, brauchte ein Visum, in ein anderes Land zu reisen. Und um ein Visum zu bekommen, mussten sie in eine große Stadt verreisen. Und das konnten sie nicht, weil man dann durch ein anderes Land reisen musste. Und diese mussten besonders stark in irgendwelchen Datensets benutzt werden. Und gerade vor kurzem haben Indien und Bangladesch unterschiedliche Bereiche geteilt und haben die Grenze so ein bisschen besser gemacht. Und als Vorbereitung davon, das erste, was sie gemacht haben, war Indien und Bangladesch also 75% Teams mit einem indischen und einem bangladeschischen Offiziellen sind rumgegangen und haben Daten gesammelt über diese Enklaven in den ersten zwei Wochen von Juli. Und jede dieser Enklavationen durfte wählen, welche Nationalität sie haben wollten. Die haben alle beschlossen, welche Nationalität sie haben wollen. Das ist dann umgesetzt worden. Also das Problem ist jetzt noch nicht wirklich so einfach gelöst, weil zum Beispiel Familien haben unterschiedliche unterschiedliche Nationalitäten gewählt haben, dann sind die jetzt auseinander. Aber das ist ein erster Schritt. Grundrechte wie zum Beispiel Krankenhäuser oder elektronische Energie geholfen. Das ist noch eine wirklich fehlende Beispiel für wirklich fehlende Daten. Das ist eine Kampagne von The Guardian, die gezählten, und in der amerikanischen Amerika gibt es keinen Record, die getöteten Leute von Polizei zu zählen. Und es fehlte wirklich. Und es war ein sehr großes Problem für die Black Lives Matter Gesellschaft. Und im Moment macht das FBI ein Projekt, wo die Polizeistationen die Anzahlen der getöteten oder die vertretbaren Tötungen in diese Datenbank zu schicken. Und um den Guardian mit vielen anderen Leuten haben die größten Datenset von Leuten, die von amerikanischen Polizei getötet wurden. Und sie haben gesagt, hey, jemand wurde getötet, und sie verifizieren das, und dadurch sammeln sie diese Datenset. Und das ist ein sehr kritischer Punkt von Daten, die nie aufgesammelt wurden. Leute, die getötet wurden, und es war nicht bekannt, wie man diese ganzen Daten zusammentun sollte. Also man konnte nicht sehen, hey, sind die alle, keine Ahnung, jung oder schwarz? Und das ist noch ein anderer interessanter, der auch sehr neu, die Geschlechtsbalance Gleichgewicht ist. Es gibt kein Datenset darüber, wie unterschiedliche Parlamente in der Welt geschlechts aufgeteilt sind. Da kann man nicht sagen, hey, da sind besonders viele Frauen, oder wählen Frauen besonders in bestimmten Bereichen, oder wie kommen Frauen in die wichtige Position? Und ändert das, wie die Länder laufen oder wie die Länder regiert werden? Und das ist jetzt eine Seite von My Society, und die versuchen, die Geschlechterbalance in unterschiedlichen Parlamenten in der ganzen Welt zu machen. Und da machen sie quasi Tinder-ähnliche Spiele, und man sagt, hey, man kommt, meldet sich an, und dann geht man hin, und dann schreibt man links und rechts, je nachdem, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Und das veröffentlichen sie als offene Daten. Und der Grund dafür ist, dass wir sicher gehen, dass man verschiedene Muster erkennen kann, dass es Lücken in den Diensten gibt, die zur Verfügung gestellt werden, damit man öffentliche Mittel besser zur Verfügung stellen kann. Das hängt in vielen Ländern von der Bevölkerung ab, wohin das Geld geht. Und was ich auch wollte, ist, dass man stärker sagen kann, so viele Menschen können bestimmte Menschenrechte nicht in Anspruch nehmen.
Aber die andere Seite, warum sollte man nicht zählen? Das ist ein Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg. Es wurde erst vor kurzem gezeigt, dass im Zweiten Weltkrieg das US-Zensusbüro dem Geheimdienst Daten aus dem Zensus gegeben hat, damit sie Leute finden konnten, die japanische Vorgänger hatten, um sie dann leichter ins Gefängnis stecken zu können im Zweiten Weltkrieg. Das hat ihnen erlaubt, sehr, sehr schnell sehr viele Gefangene zu machen und das Ganze auch sehr effizient zu tun, sozusagen. Und wenn man sich anschaut, wie das passiert ist, also diese Zusammenarbeit zwischen dem Zensusbüro und dem Geheimdienst, dann merkt man, dass die Daten innerhalb von 7 Tagen freigegeben wurden. Das zeigt, dass es nicht das erste Mal ist, dass es passiert ist, aber dass es zum ersten Mal öffentlich wurde. Ein anderes Beispiel aus Bangladesch, die Rohingya sind eine der am stärksten verfolgten Minderheiten in Myanmar, sind staatenlos und in Bangladesch werden sie nicht als Bangladeschis anerkannt. Das heißt, es sind die meisten dieser 1,3 Millionen haben keine Staatsangehörigkeit und können auch ihre Menschenrechte nicht in Anspruch nehmen. Also sie leben in Camps unter wirklich schrecklichen Bedingungen. Und vor kurzem, vor ein paar Wochen, hat die Regierung von Bangladesch gesagt, dass sie einen Zensus von Hunderttausenden undokumentierten Rohingya in Bangladesch machen würden, die vor Verfolgung in Myanmar geflohen sind. Aber die Regierung, die Rohingya in Bangladesch sind auch sehr, sehr unbeliebt. Und viele Gruppen, die sich um ihre Menschenrechte kümmern, sind skeptisch darüber, wie diese Daten benutzt werden. Und offenbar haben die Rohingya Angst davor, ihre Daten zu geben, weil sie glauben, dass sie ansonsten deportiert werden. Und dass Bangladesch, die Regierung von Bangladesch sagen würde, wir haben keinen Platz für euch, wir weisen euch aus. Eine andere Sache, die passiert, ist, dass sie, während die Daten gesammelt wurden, dass sie die Wahl hatten, sich als Bengali definieren können oder halt einfach gar nicht. Und so werden sie gezwungen, ihre Identität aufzugeben. Das heißt, und damit verbunden ist nicht nur Identität, sondern auch Ansprüche auf Land und so weiter und auch ihre Identität. Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert ist, dass die Rohingya innerhalb von Datensätzen diskriminiert wurden. Auf der anderen Seite, die Regierung von Myanmar hat ihren ersten Zensus in Jahrzehnten gemacht und sie haben die Ethnizität abgefragt aber Menschenrechtsgruppen haben gesagt, dass diese Fragen gegen Menschenrechte verstoßen, aber die Regierung hat das ignoriert und es stellt sich heraus, dass ein paar Zensusmitarbeiter sobald sie festgestellt haben, dass sie mit Rohingyas gesprochen haben, einfach wieder gegangen sind und damit die Rohingya aus den Datensätzen komplett ausgeschlossen haben. Das heißt, Ethnizität kann sehr schwierig sein, wenn man Daten sammelt. Aber es ist nicht nur das, was zu Problemen führen kann. Es gibt auch ein Beispiel aus 2012 aus den Niederlanden. Da gab es einen Vorschlag, dass Sexarbeiter sich registrieren müssen. Und viele, die in diesem Bereich arbeiten, haben sich dagegen aufgelehnt, weil sie glauben, dass sie dadurch stigmatisiert werden würden und dass es ihr Recht auf Privatsphäre verletzen würde. Es gibt auch sehr wenig Beweise, die zeigen, dass diese Registrierung tatsächlich gegen Menschenhandel hilft, was der vorgeschobene Grund war. Es gibt noch viel mehr Beispiele, warum man solche sensiblen Daten nicht sammeln sollte. Aber der Kompromiss zwischen den beiden Bewegungen, also zwischen der Privatsphärenbewegung und der Antidiskriminierungsbewegung, ist ein Zensus, der sensibel durchgeführt wird. Aber wie ich gesagt habe, kann das ein sehr politischer Prozess sein. Das ist eine Karte, die ich gefunden habe, die Länder zeigt, in denen die Identität der Leute
in Zensusbefragungen eingeschlossen wurde, mindestens einmal seit 1991. Und das ist relativ interessant, welche Länder diese Daten nicht sammeln. Zum Beispiel Frankreich. In Frankreich ist es gesetzlich verboten, irgendwelche Statistiken über ethnische Hintergründe zu sammeln. Aber dagegen gibt es in Frankreich andere Dinge, die gegen diese Idee gehen. Zum Beispiel war es bis vor kurzem sehr häufig, sehr üblich, dass man Fotos in Lebensläufe einschließt. Das heißt, obwohl man es nicht in den Lebenslauf schreiben durfte, ob man welche Hautfarbe man hat, konnte man es auf dem Foto sehen. Und davon ausgehend gab es viele Einstellungsprozesse, in denen diskriminiert wurde. Und auch sonst findet man Wege, das zu umgehen. Zum Beispiel schaut man sich eben jetzt die Namen der Leute an und versucht daraus ihre Herkunft abzuleiten. Es stimmt also nicht, dass die Daten nicht gesammelt werden, sie werden nur irgendwie anders gesammelt. Und natürlich, Deutschland kennt weiß, was passieren kann, wenn man Daten über Ethnizität sammelt. Die Nazis haben es zum Beispiel verwendet, um Juden zu verfolgen. Und in Ostdeutschland, in der DDR, hat die Stasi sehr viele Daten über ihre Bürger gesammelt. Und in den 1980ern hat versucht, einen Zensus einzuführen. Aber da gab es in Westdeutschland riesige Proteste und viele haben sich geweigert, diesen Zensus zu beantworten. Es hat zu einem Boykott geführt. Es hat dazu geführt, dass das Verfassungsgericht 1983 den Zensus gestoppt hat und eine Revision des Prozesses gefordert hat, und damit der Prozess sensibler bekommt. Und daher kommt der Begriff informationelle Selbstbestimmung. Was ein bisschen dem Recht auf Privatsphäre entspricht, aber es gibt einzelnen Personen das Recht zu bestimmen, welche Daten sie freigeben wollen. Und die einzige Einschränkung dazu ist, wenn das öffentliche Interesse unterliegt. Wenn man einen Zensus starten will, ist das sehr, sehr sensibel. Aber es ist auch wirklich wichtig, wenn man den Leuten die Dinge geben will, die sie brauchen. Wem glauben wir? Wem vertrauen wir also dabei? In Großbritannien ist es leider Lockheed Martin, die größte Waffenhersteller der USA, der den Zensus durchführt. Und das ist so in Großbritannien, in den USA und in Kanada. Es ist eine Waffenfirma, die dieses wirklich grundlegende Rolle durchführt. Wir machen also Atomwaffen, Kampfjets, sie machen Luftfahrt und Verteidigung. Und das passiert seit einer ganzen Weile, aber als es passiert ist, gab es einen Aufschrei, einen überraschend kleinen Aufschrei. In Großbritannien, wo ich herkomme, das ist also das, was ich mir in meiner Recherche angeschaut habe, hat die Regierung einen Privacy Impact Assessment angeschaut hat. Und Lockheed Martin waren diejenigen, die das System gebaut und implementiert haben. Und das, was Sie gesagt haben, ist, dass es ein kriminelles Problem ist, diese ganzen Zensusdaten zu veröffentlichen. Aber wir haben in der Vergangenheit gesehen, wie das nicht immer beibehalten wurde. Und Lockheed Martin hat Zensus in den England 2001 und 2011 und in den US 2000 und 2010 und in Kanada 2006 und 2011. Und Leute, die Angst haben in England, haben viele Anfragen gestellt über diese Informationen, was man darüber weiß. Und es war sehr interessant, diese zu lesen, aber es waren nicht sehr viel mehr Informationen, die rausgegeben werden. Und es ist sehr schwer, diese Informationen zu folgen. Und was man sagen kann, was können wir wählen? Was können Leute sagen, hey, ich möchte diese Daten nicht zu dieser Firma geben, deren Moralvorsätze einfach nicht veröffentlicht werden. Also ich kann nicht sagen, was mit diesen Daten gemacht wird, aber die Frage ist halt, wie diese Leute diese Sachen machen. Es gibt sehr interessante Antworten von Anti-Kriegskampagnen in Großbritannien, weil diesen Zensus nicht einzuführen, führte dazu, dass man bis zu £1,000 bezahlen musste. Also diese Kampagnen, Leute wollten nicht Geld dem britischen Geld geben. Und die Grüne Party hat auch gesagt, wir wollen das nicht boykottieren, weil dieser Grund von diesem Zensus dafür benutzt wurde, um Geld zu
wenn man das halt nicht macht, dann gibt es vielleicht kein Geld oder es wird nicht repräsentiert. Und darum haben sie nicht gesagt, dass man die boykottieren sollte. Aber was sie geplant hatten, war sicherzustellen, dass das ganze Set so teuer war wie möglich für Lockheed Martin. So, Lockheed Martin hat 150 Millionen Pfund bekommen für diese ganzen Zensus und die haben gesagt, hey, nehmt auch eine Option und sagt, die Zensusdaten online machen kann. Und sie, die Antikriegskampagne, sagten, nicht online einfüllen, weil das Lockheed Martin viel Geld spart. Macht ein paar Fehler hier und da, die Telefonnummer oder die Adresse oder Sachen, die nicht wichtig sind. Ist sehr spät, schickt es mit Post rein und sie haben eine Liste von Sachen gemacht, die man das so teuer zu machen kann wie möglich, also dass jeder es möglichst teuer machen kann, was sehr interessant war. Und es war immer noch, man hatte immer noch keine Wahl, da mitzumachen. Man musste den ausfüllen, man musste diese Daten dieser Firma ergeben. Und das ist eine der Trends, die wir in Großbritannien sehen, dass man viel mehr öffentliche, private Partnerships macht, dass man die Firmen, dass die Staat mit privaten Firmen arbeitet, um Regierungsaufgaben durchzuführen. Das ist auch ein Beispiel, Leute, dass das eine der größten Sicherheitsfirmen in der Welt und die haben gesagt, das ist eine Sammlung von den Sachen, die sie machen, die G4S in Großbritannien macht. Und wenn man die Leute sich anschaut, die dabei das Problem haben, das sind Leute, die an den Grenzen von den Gesellschaften sind. Das sind Leute, die das sind Kinder, das sind Asylsuchende und auch viele andere Sachen, wie zum Beispiel Gefängnisse, die machen aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel Gefängnisse in der Westbank. Und die viele Sachen machen sie als Subkontraktoren, also als Angestellte des englischen Regierung. Und wenn man in eine dieser Sachen in Kontakt kommt, weiß man teilweise gar nicht, dass man nicht mit einer Regierung handelt, weil sie genauso aussehen wie die Regierung. Aber es ist nicht ein Teil der Regierung. Man kann ja nicht sagen, hey, das mache ich nicht mit. Also viele der wichtigen Funktionen, die sie machen, wie Kinderhäuser oder CCTV oder Überwachungsmaßnahmen an Bahnstationen. Und das ist die Frage, was bedeutet das für uns? Also das könnte eine sehr wichtige Folie sein für uns. Also zumindest in Großbritannien geben wir wichtige Funktionen, die eine staatliche Organisation machen muss. Und wir geben die ganze Verantwortung zu diesen Firmen. Und wenn eine Gesellschaft, wenn ein eine Privatperson sieht, dann kann man nicht da einfach gegen klagen, kann man nicht gut darüber Informationen kriegen. Und das ist ein sehr wenig veröffentlicht, Informationen dazu. Es wird sehr strategisch gemacht. Also wenn man weiß, wonach man suchen muss, dann gibt es eine Bürokratie auf der englischen Seite und dann kriegt man auch raus, dass es diese Firmen das machen. Aber ich glaube, viele Leute machen das einfach nicht, wenn man jemanden in einer öffentlichen Funktion sagt, hey, arbeitest du in einer Sicherheitsfirma oder in einer Waffenfirma. Und eine Sache, die wir machen mit Technical Tech, ist zu schauen, welche Fragen wir fragen müssen, wenn wir in so eine Umgebung kommen. Wir müssen diese Daten wieder sammeln. Wie können wir mehr Nachverfolgbarkeit haben? Wie können wir diesen Trend unterbrechen oder zumindest verantwortlich dafür machen? Und ja, da gibt es im Moment keine Antworten für. Und insgesamt gibt es drei grundlegende Sachen, die wir realisiert haben, die sehr wichtig sind in der ganzen Verbindung, die ich gerade beschrieben habe. Durchsichtbarkeit, Wahl und Vertrauen. Also die Klarheit ist da, wer sammelt die Daten? Wer hat wirklich Zugriff dazu? Wirklich? Also, wenn eine Firma ein System baut, das Daten sammelt und die Regierung sagt, hey, die Firma hat überhaupt keinen Zugriff dazu, haben sie wirklich das gemacht? Haben sie das wirklich überprüft? Kann man ihnen wirklich vertrauen oder nicht? Ist da noch, wer besitzt diese Daten? Haben wir Zugriff zu den Servern? Sollen wir sagen, hey, ich möchte diese Informationen nicht hier haben. Und dieser Zugriff auf diesen Level von
Anschaubarkeit. Dass man sich sagen, hey, es gibt irgendwo eine Webseite, auf der das draufsteht, so muss wirklich sichtbar sein, dass man sehen kann, wer das macht. Dass man die Leute die wirklich eine Wahl haben. Und gibt es eine Wahl, kann man sagen, hey, ich möchte diese Daten nicht von mir haben, das in diesem Fall diese Informations-Selbstbestimmungsgrundrecht. Gibt es eine wirkliche Option, Nein zu sagen, oder zählt man dazu, dass man noch weiter ausgeschlossen wird? Und gibt es einen Druck von Leuten rein zu wählen müssen? Und ist das nur von Leuten, die sehr wichtig sind? Und dann ist das letzte eine Vertrauensfrage. Das ist eine sehr interessante Frage, wo es, ob es eine Demokratie ist, wo es einen so gewissen sozialen Vertrag gibt. Wenn das Regierung sagt, wenn es zum Beispiel in vielen Ländern gibt, dann gibt es halt keine Vertrauen. Aber also ich hoffe, dass zumindest in Deutschland und in England gibt es zumindest den Versuch, diese Vertrauen, dass es das noch Vertrauen noch gibt. Und wenn man diese Antworten vertraut, selbst wenn sie offen sind, erzählen sie die Wahrheit, können wir denen glauben, wird sich das in der Zukunft irgendwie verändern, wenn man diese Daten in einer Gesellschaft gibt und sagt, hey, wir machen das, und könnte das sich in der Zukunft vielleicht ändern? Dann hat diese Internet immer noch diese Daten. Und ja, das ist quasi alles. Also vielen Dank. Ja, auch vielen Dank von uns den Übersetzern. Diese Übersetzung wurde geleitet von Franz T. Und wenn Sie irgendwelches Feedback haben, ist die Twitter-Handle @c3translate. Und ja, ich hoffe, es hat Ihnen